Ja, und damit herzlich willkommen zurück hier auf der Kommentatorenposition im Krimmelschauer Sahnpark bei Eishockey-Temperaturen. Ja, und damit ist es angerichtet, Frank. Alle Beteiligten stehen am Bullypunkt und los geht's. Wir wünschen eine spannende Begegnung hier aus Grimmitschau, kurz nach dem Weihnachtsfest. Endlich wieder Eishockey, könnte man sagen. Einzufahren, Marc Arnsberger mit 87% da. Doch etwas hinter dieser und Tor. Statistik zurück. Und hier ist das erste Tor für die Ravensburg Tower Stars, die für Zuordnungsprobleme in der Defensive der Grimmitschau haben. Hier Drindl guckt noch mal kurz, findet dann den freien Mann direkt abgezogen. Setzt sich da durch und dann macht er das wunderschön. Findet er einen Anspielpartner? Ja. Tor! Der ist geraten. Wunderschön gemacht. LeMay. Daniel Weiß. Gute Vorarbeit. Schließt dann ab zum 1:1 Ausgleich. Und der ist nach 18 Minuten nicht unverdient. Hier LeMay. Vielleicht noch, man hat den Eindruck, er verliert die Scheibe, aber macht das wunderschön, lässt zwei Mann ausstehen. Und dann kommt Daniel Weiß und der nimmt Maß. War gut gespielt, da auch Marius Demmler. Patrick Pohl, jetzt mal ein bisschen Raum. Pohl, Tor! Patrick Pohl, ich sag's doch, den Rückenwind aus dem ersten Treffer mitnehmen und vor der Pause hier vielleicht noch den zweiten erzielen. Verzögert er schön, zieht die Scheibe zurück und macht dann das 2:1 hier nochmal verzögert und dann oben in den Winkel. Jetzt ist Pohl gut gedeckt. Zu statisch. Dominik das Spiel ist geraten. Und am Ende bleibt da nicht so viel. Tor, aber glücklich! Er hoppelt rein. Tor, aber glücklich! Ja. Das sind die dreckigen Dinger, die du machen musst. Und ein bisschen Glück kommt da auch noch dazu. Und da sieht man es im Gesicht von Olafur Schmidt. Der kann ja gar nichts dafür und sagt, heute ist es Glück nicht, mir heult. Hier sehen wir es nochmal. Eigentlich nicht so gefährlich. Hier wehrt er ab und dann ist es, ich glaube, Pavel Dronja, der den Schläger dankenswerterweise nutzt hier. Ja, weiß jetzt nicht, was da noch zu diskutieren. Videobeweis. Videobeweis gibt es. Ich glaube, da gibt es um die Behinderung von Olafur Schmidt und ob das entscheidend war für diesen Treffer. Ich glaube schon, dass der Arm zur Mitte geht. Ja, Tor 3:1. Sebastian Hohn versucht es da. Ah, das sieht gut aus. Querlatte. Ganz knapp. Spieler, da er ja durch sein Format, durch seine Größe durchaus ganz, ganz wichtige Zeit vor dem Tor und auch viel Platz schaffen kann. Arnsberger bisher fehlerfrei. Ja, mit einer guten Leistung heute beim Tor von Robbie Sarnik mit wenig Möglichkeiten. Tor! Zettel ran und rein in das Ding. 4:1. Olafur Schmidt. Hier nochmal in der Wiederholung. Schöner Querpass. Wunderbar. LeMay nimmt Maß. Und dann kurze Ecke oben rein. Immer noch viel Platz. Jetzt aber gerade gefährlich. Bettauer. Bettauer. Arnsberger. Was für ein Save. Der bleibt da eiskalt. Unterlegen waren gegenüber den Ravensburg Tower Stars, hat man sich gut gefunden, sehr viel Einsatz, vor allem gerade im Slot, in der Zone vor dem Torhüter, alle Pucks weggeräumt und damit kommt dann auch dieser sehr verdiente Sieg 4:1 am Ende für die Eispiraten zustande. So.